Vielen Dank, dass ich noch was erzählen darf. Es hat ja eben so Orkane ausgelöst. Deswegen möchte ich euch jetzt wieder ein kleines Liebesgedicht voranstellen. Es ruft viel Mittel bei mir. Es hat eine Message, das merkt man nicht direkt, aber der Autor möchte euch etwas damit sagen. Das sage ich dann auch kurz danach, weil man es einfach nicht mitkriegt. Das Gedicht heißt, also es ist ein aktuelles Thema, ganz brandaktuell, kurze, schlichte Furzgeschichte. Ja? Es geht los. Nehme Liebeslyrikstellung ein. Wenn sie's tut, dann ist die Luft ein Meer von Rosenduft. Ein Schuft ist, der dies verschmäht. Es ist so schön, wenn Schatzi bläht. Ihr ist was durchs Gedärm gekrochen, sogar der Nachbar hat's gerochen, kam mit Wein an unsere Tür. Ja klar, das Geräusch kam aus dem Fernsehen, da können Sie nichts für. Klamm zischt es. Und heimlich. Susi durch den Darm. Es berührt sie furchtbar peinlich. Jetzt ist es aber warm. Um mich ist es geschehen. Ich will nur mit dir durchs Leben gehen. Du bist mir so sympathisch. Drum schrieb ich dieses Gedicht. Du bist so einzigartig. Denn eigentlich verdauen Frauen nicht. Dankeschön. Ja, also, reicht die Idee. Wirklich ausflippen, aber... Ich wollte euch einfach noch auch gleich für den Heimweg mit nach Hause geben, das wäre jetzt die Message, gebt Gas, Mädels. Ja, das wäre mir einfach wichtig. Gut, das war jetzt der Beginn meines Auftritts. Ich dachte, in diesen PC-Zeiten muss man auch unbequeme Dinge ansprechen. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Text. Es ist so, ich habe einen früheren Text darüber geschrieben, dass die Sprache selbst... Die Sprache selbst die Schnauze voll von uns hat. Wir haben sie sehr schlecht behandelt, Tag für Tag, für Tag, für Tag, für Tag. Sie hatte keinen Bock mehr und ich wollte das aber so nicht stehen lassen. Deutschland, eigentlich Jammertal, ich habe ein Happy End geschrieben. Und das trägt den unfassbar kreativen Titel, Die letzten Worte 2. Habe ich richtig einen rausgehauen. Die Sprache spricht selbst. Ich bin gleich wieder hier. Ich hole nur kurz meine Sachen. Damals beim Poetry Slam in Ludwigshafen sprach ich meine letzten Worte. In der Stadt verging mir das Lachen. Seitdem sitze ich hier, schweigsam und allein im Sprachexil. Mensch, du hast kein Vers, kein Maß, kein Stil? Hast die Bindungstheorie mit Füßen getreten. Ich war mal deine süße Täterrolle, dein kleiner Konsonant. Es war so semantisch zwischen. Wir sind tagsüber im Redewelt geblieben, manchmal tagelang. Es war deine Wortwahl, die mich lyrisch verrückt gemacht hat. Nie aßen wir Sprachfastfood. Alle Gedichte waren zu mitnehmen. Und heute Sprechreiz. Überall Sprechreiz. Ich zitiere, wäsch dich mal, wäsch du dich mal. Oder du bist doch der reinste Dreckschwein, das überhaupt hier gibt. Das Versmaß war voll. Im großen World War II bin ich über die Sprachgrenze entlang der Benrader Linie geflüchtet. Ihr seid jetzt weitgehend sprachlos, doch euch interessiert das ja gar nicht. Ihr habt ja eure Sprachersatzprodukte. Eure Wortgummipuppen, eure 40 geilen Zeilen bei Twitter. MMS, QR, Quick Response Codes, Hyperlinks, Lauftexte, Bildzeitung, Social Networks, diese Kommunikation, die lässt mich verzweifeln. Sprache war mal Substanz, Dichte, Emotion. Jetzt bin ich nur noch Emoticon. Na Leute, doch so leicht mache ich es euch nicht. Ich komme zurück. Troja, du wirst bald ein Troja, du bist mein. Kleinen Moment, kurze Pause. Bald wird alles Sprache sein. Ich werde deine Firewalls, deine Brandmauern überwinden, mit trojanischer List ein neues Sprachfeuer entzünden. Millionen von kleinen, süßen Pferdchen sind per E-Mails unterwegs, um euch zu retten, mit Wort im Bauch, mit dem Schönsten, was ich zu bieten habe im Anhang, mit Gedichten, Liedern, Oden, Geschichten. Ihr werdet diese Mails öffnen. Denn die Liebe zu den Gedichten eurer Kindheit ist viel größer als Warnung vor einem neuen Virus. Innerhalb von Stunden stirbt deine vermaledeite HTML, umgeschrieben, im Duell mit mir, LML. Erkennt ihr mich? Linear Markup Language. Nichts wird bleiben von eurem Hypertext-Mist.
Millionen von Verknüpfungen entstehen bald wieder in Köpfen, zwischen Herzen. Der Sprachvirus wird wieder Besitz ergreifen. Ich brenne eure programmierten Kunstsprachen nieder. Überall wird wieder ausführlich kommuniziert. Es bilden sich Warteschlangen an den McDonald's-Schaltern. Es gelüstet mich nach einem Menü. Ein Menü, wie es die Welt nie sah. Mit 6 kleinen, aber fein mundgerecht portionierten Paneten und frittierten Hähnchenklumpen. Dazu dünket mir, würden gebackene Kartoffeln und ein Kaltgetränk diese meine Speise hübsch veredeln. Ich bin wieder hier. Auf eurem Papier. War nie wirklich weg, hab mich nur auf der stillen Treppe versteckt. Jetzt sind wir mit der kompletten 2 freien Morphen, die sich einst gefunden, gebunden hatten und glücklich über die Kasus, Genus und Numerusfelder tanzten. Wir binden uns wieder Silbenkränze in die Haaransätze, werden uns wieder diebisch beugen. Vorbei ist das digitale Steinzeitalter der kryptischen Zeichensprachen und Höhlenlautmalereien. Nie mehr werden wir unsere prosarote Brille absetzen müssen. Im Parataxi zu dir oder zu mir fahren. Deine Buchstaben werden wieder schlüpfen und reifen. Selbst bei diesen jungen Pfeifen hier, die gerade an dem Mercedes-Benz gelehnt eine Frau auf der anderen Straßenseite betrachten. Ist es eine Bitch, die ich da erblicke? Holder, Homie. Cedric, eine Frau, eine weibliche Person. Und was für ein schönes Geschöpf. Ach, es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen, Leon. Und nach dem schönen Tag, dass die Augen sehen, das glaubt das Herz. Man beschenkt ihre Eltern mit Gold. Sieh doch, Cedric, es löst sich alle warme Frau Mascheuber ihr. Sie nähert sich. Na, Kleiner, hast du Bock auf Schweinereien? Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Cedric, du Glücklicher. Und so kam es, dass sogar diese beiden wieder zu sprechen begannen. Weil Sprache Mensch und Mensch Sprache braucht. Fürs Lieben, Streiten, Verstehen, Vertragen, fürs Sein. Ja, sogar fürs Leiden. Und so lebt nun glücklich ihr beiden, bis die